Hat Frieden noch eine Zukunft oder sind wir wieder eine normale, kriegsfähige Nation geworden? Was half uns im vergangenen Jahr? Moralische Hemmungen, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, zu überwinden und an kriegerischen Konflikten teilzunehmen? Beim Golfkrieg weigerte Deutschland sich noch, Soldaten an den Golf zu schicken. Die Deutschen seien schlechte Verbündete, feige und wieder auf einen Sonderweg aus, hieß es damals. Beim Kosovo-Konflikt scheint alles einfacher geworden zu sein. Wir sind untadelige Verbündete, darin einig, Milosevic sei nur mit Gewalt zur Vernunft zu bringen. Unsere etwas verzwickten Motive für die Teilnahme an Kriegshandlungen haben sich seither kaum geändert. Vom deutschen Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen, entsprach unserer Überzeugung. Die Bündnistreue unserer Regierung bringt manchen Deutschen in Konflikt mit seinem Gewissen. Ich komme auf diese Problematik zurück, die auch Ausdruck einer sich verändernden Welt der Werte, zumindest der Männer, ist. Vorerst versuche ich mit Hilfe der psychoanalytischen Theorie und Praxis eine Auseinandersetzung mit Werten, die gemeinhin als weiblich oder männlich bezeichnet werden und die bis heute unsere Welt der Werte beeinflussen, ob wir es nun wollen oder nicht. Manche sagen, es ist zu krass, zu schwarz-weiß, aber die Grundtendenz ist meines Erachtens immer noch so, wie ich sie versuche zu beschreiben. Die Frage eben zu beantworten, was verstehen wir hierzulande unter männlichen, was unter weiblichen Werten, wie sind sie entstanden, haben sie noch Gültigkeit, wird nur oberflächlich und vereinfachend gelingen. Manches hat sich geändert, aber nach wie vor wird vom Mann verlangt oder verlangt er von sich, seine Gefühle zu unterdrücken, sich wenn nötig mit Härte gegen Feinde oder Rivalen durchzusetzen, Erfolg zu haben, möglichst rational zu denken und zu handeln. Das heißt, sich die dahinterstehenden Affekte und Motive nicht bewusst zu machen. Leistung um jeden Preis zu bieten, was auch bedeutet, einem unkritischen Fortschrittsdenken anzuhängen. Last but not least, seine Überlegenheit, vor allem Frauen gegenüber, aufrechtzuerhalten.